Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit dem Interview. Da haben wir unseren neuen Freund, Arthur, aka Silver. Ein neuer YouTuber-Freund, er wird den Leinen jetzt ersetzen. Vielleicht fahren wir auch mit ihm zur DM. Aber hoffentlich wird sich die Geschichte nicht wiederholen. Und wir werden ihn nicht zerstören, so wie Dennis. Was habt ihr mit Dennis angestellt? Ja, Dennis ist seitdem er uns auf uns getroffen ist, ist er einfach bergab bei ihm, bis er halt seinen Channel aufgegeben hat, ja. Und ich weiß nicht, was Badisch mit ihm gemacht hat, aber es war halt schon echt krass anscheinend. Ja, ja, jetzt kommen wir mal zu dir. YouTube-Channel, wie lange machst du das jetzt schon? Wie heißt der? Und ja. Machen tue ich das seit zweieinhalb Jahren. Was war nochmal die Frage? Wie der heißt? Achso, wie der heißt. Er heißt Silver. Silver, also, hat sich auch, ja, okay. Einfach so ein Spitzname von mir. Wie kommst du auf den Namen? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, gefällt mir einfach. Also jetzt nicht irgendwie. Okay. Ja, was mache ich da denn? Seit neuesten Yu-Gi-Oh! Seit ein paar Monaten ungefähr. Wie weniger aktiv, aber es geht erst bald richtig los. Und ansonsten halt Standardprogramm. Früher habe ich viel Pokémon gemacht, da habe ich jetzt nicht mehr Bock so. Weißt du, wenn du zwei Jahre das gleiche machst, da hast du irgendwann keinen Bock mehr. Und ja, deswegen, warum nicht Yu-Gi-Oh! Und die Leute, wenn du erstmal alle Leute gefunden hast, glaub mir, das ist nicht leicht, mit allen Kontakt aufzunehmen, dann sind die auch korrekte Leute und warum nicht, ne? Ja, das ist Gas, also groß und ganz. Cool. Wie alt bist du? Ich bin 18. Also hast du mit 16 schon deinen Channel aufgemacht und halt alles gedreht und alles gemacht? Ja, aber ich habe halt eher so Gaming-Videos gemacht, also jetzt hier so in die Richtung habe ich gar nichts gemacht. Ja, mit 16, aber es war ja so Hobby, es ist immer noch ein Hobby, also ich, keine Ahnung, ich, früher habe ich mehr Zeit rein investiert, aber jetzt halt, wenn du Bock hast, dann machst du halt ein Video, ist halt ganz chillig, warum nicht, ne? Wie bist du zu Yu-Gi-Oh! Gekommen? Yu-Gi-Oh! Spiele ich schon seit, keine Ahnung, seit ich ein kleiner Pisser bin und bin ich ja immer noch, nee, schon seit Ewigkeiten und ich habe dann irgendwann 2012 oder so in der Rabbit-Zeit Aufziehzeit so aufgehört, weil ich habe alles verwürfelt. Also da habe ich eigentlich erst wieder angefangen, also beste Zeit. Achso, ja genau, er kam und ich so, nee, sorry, ich höre auf, wenn der mitspielt. Nee, dann habe ich aufgehört, habe ich 3 Jahre Pause gemacht, hab die ganze Zeit nur YouTube-Videos gemacht oder Pokémon gespielt und irgendwann hast du keinen Bock mehr und deswegen dachte ich mir, back to the roots oder back zu den Wurzeln, warum nicht Yu-Gi-Oh! Und jetzt spiele ich halt seit ein paar Monaten wieder und läuft eigentlich ganz gut. Es gibt ja sowas wie YouTuber und Let's Player. Sag mal, du bist jetzt so ein Zwischending oder wie würdest du dich selber bezeichnen? Ja, Scherz und nennen. Also wie definiert man genau diesen Begriff Let's Player? Also einfach nur allgemein spielen oder wie meinst du das? Also Spieler. Noch mehr Spieler als jetzt YouTuber, weil das habe ich halt nebenbei gemacht, weil ich dachte mir so, keine Ahnung, ich habe YouTuber gesagt. Genau, und ja, okay. Let's Player oder so oder genau. Casual Player, keine Ahnung. Ja, ganz normal spielen nebenbei und ich dachte mir so, warum machst du nicht Videos, ne? Und ich würde sagen, dass ich noch kein richtiger YouTuber bin. Dafür mache ich zu wenig Videos in die Richtung. Aber ab und zu, ich denke mal schon. Es geht halt erst jetzt richtig los. Werdet ihr alle noch sehen, meine Freunde. Und wie viele Abonnenten hast du? Irgendwas mit 3700. Keine Ahnung, auswendig weiß ich es nicht. Das ist eine gute Zahl, ja. Sehr, sehr gut. Du selber spielst ja auch Yu-Gi-Oh!, hast du gesagt. Auch richtig auf Turniere oder jetzt nur so zum Fun? Letzter Zeit eher, also schon Turniere, ich gehe eigentlich jede Woche fast auf Locals oder bin halt ab und zu mal hier in Samstag, also 2 Turniere. Regios habe ich, seit ich wieder angefangen habe, 2 gespielt und jetzt fahre ich auf die DM, also ich würde schon sagen, ich habe halt am Anfang weniger so viel wie möglich gespielt und es nimmt halt immer mehr ab, je nachdem wenn du mehr erfährst. Ich kam rein, 3 Jahre habe ich nicht gespielt, Pendel kam, keine Ahnung, das Spiel ist viel schneller geworden, Raigiki ist erlaubt, what the fuck. Ja, und da musst du halt reinkommen, ich habe mir halt Zeit genommen und jetzt bin ich einigermaßen wieder drin, aber deswegen muss man nicht mehr jeden Tag spielen. Weil wenn man wirklich neu anfängt, würde ich schon empfehlen, sich da reinzuknien, damit du so schnell wie möglich auf den neuesten Stand bist. Ja. Was spielst du für ein Deck? Ich habe jetzt 4-5 Decks, also turniertechnisch spiele ich Monax und Cosmo. Tatis wirklich. Monax ist zum Kotzen. Ja, es ist halt das Deck, das war ist halt einfach billig gewesen und du kannst es schnell lernen. Ja, aber keine Ahnung, gegen Freunde macht es überhaupt keinen Bock zu spielen Monax, weil keine Ahnung, du legst deine Karten in Loxi oder nimmst du das Extra-Deck und das macht keinen Spaß gegen Freunde. Und da habe ich halt, keine Ahnung, Gradle, Noble Knight, Dynamis habe ich halb fertig. Also ein paar Decks habe ich schon so real-life-technisch und die spiele ich halt ab und zu. Aber turniertechnisch eigentlich nur Monax oder vielleicht mal Cosmo in nächster Zeit.
Du kamst ja auf die Idee mit der YouTuber-Liga, ne? Ich hoffe, das Video kommt jetzt nach den Schwerern. wie kamst du auf die Idee? Wie hast du es aufgezogen? Ja, es war auf jeden Fall eine Idee, die schon länger besteht. Wie schon gesagt, ich habe ja 2 Jahre davor Pokémon gemacht und ich dachte mir so, okay, du hast keinen Bock mehr, also was heißt keinen Bock mehr auf Pokémon? Ich spiele halt nicht mehr so viel wie früher. Deswegen dachte ich mir, okay, komm, wenn du im YouTubing-Bereich da bist, schaue ich mir an so, ich schreibe so ein paar Leute an, yo Jungs, habt ihr mal Lust, was zu machen? Kam irgendwie ganz wenig, so Chong hat mir mal geschrieben, da ist aber auch dann irgendwann der Kontakt gebrochen. Da habe ich mir auch gedacht, okay, komm, die Leute sind noch nicht so weit, dass sie vielleicht viel zusammenarbeiten. Aber dann habe ich ein paar andere Jungs kennengelernt, Chiok LP, die waren korrekt und ich so, ja Jungs, ihr müsst mal was machen, ihr müsst mal zusammenarbeiten in der Community, sonst geht gar nichts so ran so. Hab mit denen geschrieben, lange Geschichte kann ich mal irgendwann anders erzählen. Auf jeden Fall im Endeffekt habe ich mir gedacht, okay, Pokémon hatte ich schon mal in der Liga, da haben sich die Leute unterstützt, das hat den Kanälen geholfen, das hat den Leuten gefreut, also die Zuschauer. Und dachte ich mir, wieso mache ich das nicht im YouTubing-Bereich? Dann 1-2 Wochen lang Kopfgeficke, um alle anzuschreiben. Und ja, im Endeffekt steht es jetzt so, wie es ist. Und schauen wir mal, wie es weiterläuft. So. Also jedenfalls im Zeitpunkt. Das Video ist ja jetzt, entsteht gerade vor der Liga. Wir müssen noch schauen, wie es ankommt. Aber ich denke, es kommt sicher gut bei euch an. Hast du eine Frage? Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant mit der Liga und wir werden natürlich auch mitspielen und hoffen natürlich, dass es auch eine Rückrunde gibt. Du hast ja Pokémon angesprochen, du hast auch gemeint, dass da dass du da eine Liga gemacht hast. Die kam anscheinend sehr gut an, oder? Anfangs, klar, es ist immer so sofort ein Hype, vor allem wenn die Liga jetzt kommt, wird sie die erste Liga sein, die es in diesem Bereich gibt. Also entweder wird sie total explodieren oder es interessiert kein Schwein, das kann man jetzt nicht sagen. Ich denke eher das erste, als dass sie richtig abgehen wird, aber das muss man noch schauen. Ja, also damals ist es auch schon abgegangen, also vor allem, es sind halt dann nicht mehr, ein Kanal macht seine Videos und dann kommt es gut an, sondern die Leute vernetzen sich, die Communities tauschen sich aus, die Leute haben Spaß zusammen, vor allem wir kennen, keine Ahnung, ich lerne die Leute auch selber besser kennen. Es geht jetzt nicht primär nur, okay, ich muss gewinnen, Bro, ich muss die Liga gewinnen, sondern einfach so, yo, da sind die Jungs von Team Bubble Tea und korrekte Leute, die habe ich durch die Liga kennengelernt und das ist eher das. Du hast ja noch ein paar Feinheiten für die Liga ausgedacht, mit verschiedenen Decks oder was auch immer. Gibt es da schon Einzelheiten oder kommt es dann erst ein bisschen später dann auf die Leute zu? Also ich weiß ja jetzt nicht, wann dieses Video ungefähr kommt. Dementsprechend, wir haben uns auf jeden Fall was ausgedacht. Wir haben, also wir, ich, Anführungsstrich, noch mit ein paar anderen Leuten, mit den Jungs hier auch zum Beispiel. Wir haben uns halt ein gutes Konzept ausgedacht, weil beispielsweise wir spielen jetzt die ganze Zeit nur Tier 1, dann hat es ja keinen Sinn, dann können wir auch uns hier hinsetzen und so spielen. Damit es entertained und dauerhaft bleibt, wechseln wir halt die Formate in der Hinsicht. Ich würde jetzt nicht zu viel sagen, da kommt von jedem noch ein Ankündigungsvideo, wahrscheinlich auch von den Jungs. Und bei mir das Regelvideo, wo wirklich alles perfekt erklärt wird. Weil wenn ich jetzt euch das grob erkläre, checkt es entweder keiner. Ja. Aber es wird auf jeden Fall sehr spannend und gönnt euch das auf jeden Fall. Also ich denke, es kommt immer gut an und es ist immer Abwechslung geboten. In Sachen Yu-Gi-Oh! Jetzt, was für Videos machst du da und was hast du da noch vor? Also auf jeden Fall gerade ganz normal Standard Death Pro Parts, je nachdem, ob ich gerade Deck-Ideen parat habe. Ansonsten Deck-Profiles, aber jetzt nicht so, okay komm, das musst du spielen, das kannst du, sondern ich sag halt, wie ich spiele, was ich dazu denke. Und die Leute können mir beispielsweise auch Tipps geben, weil wie schon gesagt, ich bin ja erst seit 9 dabei. Und also ich stelle vor, wie ich spiele, dann können die Leute schreiben, was weiß ich, ja, ist scheiße oder ja, finde ich gute Idee oder so. Und ja, dann noch Yu-Gi-Oh! Talks, das heißt, ich alleine oder ein paar andere Leute diskutieren über ein Thema, weil es gibt in Yu-Gi-Oh! So viel zu besprechen. Ihr habt ja auch Discussions-Videos oder so. Und du kannst ja theoretisch über 8000, es gibt keine Ahnung, 8000 Karten, du kannst über jede Karte 10 Minuten reden, was die kann, was sie macht. Und das Potenzial will ich ein bisschen ausnutzen. Jetzt nicht nur auf einzelnen Karten, sondern wirklich, keine Ahnung, über Archetypes, über Turniere, was auch immer. Reden mit den Leuten, diskutieren und da kann man auf jeden Fall gut was rausfinden und ansonsten halt jetzt noch die Liga, wenn sie kommt. Und der Rest ergibt sich vielleicht noch, je nachdem. Zuerst einmal, ich habe letztens dieses Video zur DM gesehen. Das war ziemlich gut. Da werden wir ein bisschen was klauen für Tati Tutorial. Ja, das machen wir noch. Ja, auf jeden Fall geben wir den Credit. Ansonsten, du machst ja eher online Yu-Gi-Oh! Mäßig was, soweit ich das gesehen habe. Hast du auch vor, was mit Real Life zu machen, zum Beispiel Deckprofiles oder auch andere Sachen oder eher nicht? Und was hältst du so von anderen, die zum Beispiel nur online Yu-Gi-Oh! Machen? Im Gegensatz zum Beispiel zu uns, die eigentlich nur Real Life Yu-Gi-Oh! Machen.
Ja, also klar, ich muss sagen, ausgewogene Mischung zwischen beiden ist wahrscheinlich das Beste. Ich persönlich habe halt erstmal nur die Möglichkeit gehabt, was auf online zu machen. Ich war ja, wie schon gesagt, ich war selber nicht der Beste, ich bin es immer noch nicht, das ist keiner von uns. Und deswegen war es für mich einfach, okay, ich spiele DevPro und ich gebe meine Erfahrung weiter. Weil ihr müsst ja auch so sehen, die Community von mir, die gucken ja auch seit 2 Jahren Pokémon. Die gucken ja nicht Yu-Gi-Oh! Und wenn ich sage, bam, komm, hier Spell Traps, hier schieß, mach +1, da checkt ja keiner was. Deswegen lerne ich lieber mit allen zusammen. Und deswegen, ja, ist online erstmal besser gewesen. Real Life eher Openings, wenn es ist, wenn ich welche mache, keine Ahnung. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr gut, weil, keine Ahnung, sich mit Leuten zum Beispiel hinzusetzen, so ein Interview zu machen, ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Ich finde, man sollte das finden, woran man am besten ist und daran dann einfach arbeiten. Und das machen, was einen Spaß macht, weil es hat ja für mich keinen Sinn, ich kaufe mir eine teure Kamera, interview jemanden lustlos, obwohl es mir keinen Spaß macht. Also was einen Spaß macht, soll man machen. Machst du bei Pokémon weiterhin noch oder jetzt nur auf Yu-Gi-Oh? Doch, ich versuche es noch weiterhin zu machen, so ist nicht. Muss ich halt schauen, je nachdem wie die Lust ist. Ich muss mich selber nicht kaputt machen. Also früher habe ich, keine Ahnung, früher denkst du dir, okay, ich muss Videos raushauen, ich muss mehr Abonnenten kriegen. Das ist unwichtig irgendwann, weil es geht darum, Spaß zu haben. Ja. Also mache ich das, was mir gerade Spaß macht. Zum Beispiel jetzt gerade zum Zeitpunkt dieses Videos habe ich 4 Tage nichts gemacht, weil, keine Ahnung, ich will Serien gucken, ich habe keinen Bock. Ja, und das ist wichtig. Du fährst auf die DM, wirst du da auch irgendwo etwas drehen oder irgendwas machen im Real-Life-mäßig oder eher nicht? Ich denke mal nicht. Ich treffe auf jeden Fall viele YouTuber, so meine Jungs aus der... Also vielleicht war ich sogar mit euch zusammen, ich weiß es ja nicht, je nachdem... Wenn du nicht kommst? Ja, also ins Auto von Tati, da komme ich nie wieder raus, Mann. Nee. Ja, also selber drehen wahrscheinlich nicht. Vielleicht einen kleinen Vlog mit den Jungs, so ja. Wie dann mit den anderen YouTubern, die wir da noch treffen. Aber selber jetzt, keine Ahnung, ich gehe zu irgendjemandem hin und sage, zeig mal deine Deckliste oder so. Da eher nicht. Aber ja, DM wird auf jeden Fall geil. Erstes großes Event für mich und da freue ich mich schon drauf. Ja. Wir auch. Ja, das war's von uns. Danke dir, Arthur, Eka Silva, für dein Interview. Und ja, schaut euch seine Seite an auf YouTube und alles Mögliche. Sehr interessant auf jeden Fall. Und wir freuen uns schon auf die Liga. Und ja, nicht vergessen, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is serious business.